In diesem neuen Video möchte ich dir endlich mal genau meine Fische vorstellen, nämlich den Sunder Danio Axel Rodi, den ich hier in meinem 60p habe. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video möchte ich dir endlich mal separat meinen Fisch vorstellen, den ich ja jetzt schon seit einigen Wochen hier in meinem 60p pflege, und zwar den Sunder Danio Axel Rodi. Das ist ein kleiner Bärbling, ein kleiner Zwergbärbling, und deshalb ist die ursprüngliche Bezeichnung auch gewesen Rasbora Axel Rodi oder Mini Rasbora Axel Rodi. Korrekterweise gehört er aber zu der Gattung der Sunder Danios. Die korrekte Bezeichnung ist also Sunder Danio Axel Rodi. Trotzdem wird in den Geschäften immer noch sehr häufig vom Rasbora Axel Rodi gesprochen. Der Populärname wäre der Axelrotz Bärbling. Damit findest du den also immer. Ob jetzt Sunder Danio davor steht oder Rasbora, ist eigentlich egal. Nur damit du Bescheid weißt, dass es eigentlich der Sunder Danio ist, wenn du die korrekte biologische Bezeichnung haben willst. Es gibt von diesem Fisch drei verschiedene Farbformen, und zwar einmal rot, einmal grün und einmal blau. Ich habe hier den blauen, also den Sunder Danio Axel Rodi Blau. Ursprünglich kommt dieser Fisch aus Sumatra und Borneo. Das sind die Heimatgebiete, wobei bei allem, was ich bisher an Recherchen betrieben habe und was ich an Material finden konnte, die wirklich nur konkret belegten Gebiete, Lebensgebiete dieses Fisches liegen auf Sumatra und auf den Inseln, auf den großen Sunda-Inseln, die auch bei Sumatra liegen. Da kommt der Fisch also her. Es handelt sich, wie schon gesagt, um einen kleinen Bärbling, der wird nur 2 cm bis 2,5 cm groß. Genauso was habe ich auch gesucht. Ein sehr, sehr kleiner Fisch, ein Gruppenfisch, er lebt also in Gruppen und man sollte ihn auch mindestens in Gruppen von 8 bis 10 Tieren halten. Die ganzen Informationen, die ich dir in diesem Video gebe, die basieren jetzt einmal auf den Beobachtungen, die ich jetzt mit meinen Fischen hier schon machen konnte, und andererseits habe ich versucht, aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen, was die idealen Lebensbedingungen dieses Fisches sind. Und wie bei den ganzen Angaben zu Lebensbedingungen gibt es da immer so ein paar Abweichungen, aber wenn man sich die alle mal zusammen anguckt, gibt es halt auch immer Überschneidungen. Und in diesem Bereich der Überschneidungen, da liegt wahrscheinlich dann auch die Wahrheit begraben, denn bei so Geschichten wie Temperatur oder Härte ist es natürlich schwierig zu sagen, das ist der perfekte Bereich, denn auch in den natürlichen Lebensräumen ändern sich diese Werte natürlich auch. Die sind nie hundertprozentig stabil über den Lauf eines Jahres oder so, sondern auch da gibt es immer Veränderungen. Deshalb mal zu den Werten. Also Temperatur. Der Fisch braucht auf jeden Fall einen Heizstab, also nur mit Raumtemperatur wird das ein bisschen knapp, denn die Temperatur ist angegeben so von 23 bis 28 Grad, das war die weiteste Spanne, die ich finden konnte. Die kleinste Spanne war angegeben von 23 bis 25 Grad und wie gesagt, irgendwo dazwischen wird sich wohl die Wahrheit bewegen. Bei mir ist es so, ich habe meine Heizung auf 24 Grad eingestellt, das ist jetzt sozusagen die Minimumtemperatur, die die ganze Zeit gehalten wird. Jetzt gerade, wir haben sehr heißes Wetter, ich habe meine Becken hier im Dachgeschoss stehen, da war die Wassertemperatur auch schon mal auf 28 Grad. Ich habe im Verhalten der Tiere aber keine Änderung festgestellt. Also auch das sollte kein Problem sein, wenn er sich gerade über 4 Wochen lang so heiß ist. Was aber ganz interessant ist, ist, dass der Fisch eigentlich sehr weiches und eher saures Wasser bevorzugt. Es ist also ein Fisch, den man nicht einfach so in jedes Becken tun kann, wenn man so grob den richtigen pH-Wert hat, weil die Härte durchaus eine Rolle spielt. Was den pH-Wert angeht, wird gesagt, dass 6,5 eher so die obere Grenze ist, eher darunter. Also die typischen Angaben beziehen sich so auf 6 bis 7 oder 5,5 bis 6,5. Das ist das, was man in den meisten Fällen findet. Ein niedrigerer pH-Wert Richtung 5 und 5,5 ist das, was für die Zucht benötigt wird. Das heißt, beim Ableichen möchte der Fisch ein etwas saureres Wasser haben. Für die normale Haltung ist 6, 6,5 ideal. Ich habe hier 6,4 in meinem Becken und das wird ziemlich stabil gehalten. Das heißt, da befinde ich mich genau im idealen Bereich. Was die Härte angeht, wie schon gesagt, will der Fisch es eher etwas weich haben. Die Gesamthärte sollte maximal bei 10 bis 12 liegen, eher darunter. Die Carbonhärte sollte ebenfalls darunter liegen und auch da gilt es wieder für die Zucht, für das Laichen, ist eine Carbonhärte von 0 durchaus akzeptabel. Bei anderen Quellen konnte man sehen, dass die Carbonhärte zwischen 1 und 2 liegen sollte für die besten Zuchtergebnisse, aber da in dem Bereich bewegen wir uns also. Für die normale Haltung kann die Carbonhärte wieder etwas höher liegen, sollte aber eben natürlich unterhalb der Gesamthärte liegen. Du siehst also, es ist ein Fisch, der schon eher anspruchsvolle Bedingungen möchte, denn das weiche Wasser, das hat man natürlich nicht überall. Am einfachsten geht das sicherlich, wenn man Osmosewasser benutzt und das entsprechend aufsalzt auf die passenden Werte. Bei mir ist es so, dadurch, dass ich das Soil drin habe, dadurch, dass ich viel Wurzelholz drin habe, bekomme ich eh schon sehr weiches, sehr
saures Wasser quasi in meinem Becken von selbst. Mein Leitungswasser hat vergleichsweise gute Werte und dazu benutze ich in dem Becken ja auch bei den Wasserwechseln das ADA Soft Water, was pH und Härte nochmal ein bisschen runterdrückt und so komme ich hier halt wirklich auch dann auf ideale Werte. Ich habe eine Gesamthärte von 7 bis 8 in dem Becken, ich habe eine Carbonhärte von 4 bis 6 in dem Becken, je nachdem wann ich messe. So, dann vielleicht mal zum Verhalten. Also, das ist ein Gruppenfisch, aber er schwimmt natürlich nicht in der dichten Gruppe so hin und her. Thomas vom Zoo & Co. in Remscheid hat mir das auch ein paar Mal erklärt bei den Videos, wo ich da war. Ich blende immer oben rechts das Video ein, als ich die Fische abgeholt habe. Dass dieses Gruppenverhalten, dieses Schwarmverhalten ist etwas, was ein Fisch eigentlich nur dann zeigt, wenn er irgendeine Bedrohung fürchtet. Denn der einzelne Fisch ist natürlich in der dichten Gruppe besser geschützt, als wenn er sich lose im Becken bewegt. Wenn sich der Fisch aber sicher fühlt und es keine größeren Fische in dem Becken gibt, die irgendwie eine Bedrohung darstellen könnten, dann löst sich diese Gruppe nach der Zeit auf und die Fische schwimmen quasi wild durchs Becken. Und genauso ist das bei mir mittlerweile auch. Also der Fisch bleibt nicht mehr als Gruppe zusammen, sondern man hat überall im Becken eigentlich die Fische verteilt. Interessanterweise sind das immer so zwei größere, losere Gruppen. Ich habe ja 15 Tiere bei mir drin und die trennen sich so ein bisschen auf in den linken Bereich des Beckens und in den rechten Bereich des Beckens und dann hat man immer so ein paar Tiere links und ein paar Tiere rechts. Das ist ganz interessant eigentlich. Man kann aber auch beobachten, dass die Fische immer noch relativ schreckhaft sind. Wenn man sich schnell vor dem Becken bewegt oder wenn ich zum Beispiel nah an dem Becken entlang laufe, dann rutschen sie wieder zusammen in die Gruppe und bleiben so für ein paar Sekunden in dieser Gruppe, um diese Schrecksekunde sozusagen abzuwarten und lösen sich dann wieder auf und verteilen sich wieder lose im Becken. Ich hatte bisher auch noch überhaupt keine Probleme damit, dass irgendwie einer der Fische Gefahr laufen würde, aus dem Becken rauszuspringen. Ganz im Gegenteil, die verhalten sich sehr, sehr ruhig, verhalten sich überhaupt nicht hektisch. Bei der Fütterung ist das natürlich ein bisschen anders. Beim Füttern sind die Fische natürlich immer ein bisschen hektischer. Aber auch da ist es so, dadurch, dass ich momentan hauptsächlich Frost- und Lehmfutter füttere, also gefrostete Artemia oder Lebendartemia, die sinken ja ins Wasser, sodass der Fisch das Futter in der Mitte des Beckens aufnimmt und nicht an der Oberfläche. Ich habe auch Flockenfutter hier, was ich nochmal zusätzlich klein zerreibe und einmal die Woche auch noch mit reingebe, einfach um die Fische daran zu gewöhnen, dass ab und zu auch mal so ein Flockenfutter kommt. Das ist sozusagen die Vorstufe zur Gewöhnung daran, wenn ich mal wirklich 3-4 Tage weg bin und das Ganze hier über einen Futterautomaten laufen muss. Da kann halt nur Trockenfutter rein in Form von Flocken und deshalb müssen sie daran gewöhnt sein, ab und zu auch mal ein Flockenfutter zu essen. Dann kommen sie natürlich zur Oberfläche, aber auch da, finde ich, verhalten sich zumindest meine Tiere hier sehr ruhig und nicht hektisch und man hat nie das Gefühl, dass sie jetzt gleich irgendwie aus dem Becken raushüpfen. Das war also zumindest bei mir überhaupt kein Problem, aber da kommt es natürlich auch sehr darauf an, dass man natürlich die genauen Bedingungen, die genauen Haltungsbedingungen dieser Fische in seinem Becken trifft. Denn dann hat der Fisch natürlich auch keinen Grund, zum Beispiel irgendeine Fluchtreaktion zu erzeugen, außer natürlich, er wird extrem erschreckt. Dann kann das immer passieren und ich möchte auch nicht sagen, dass das nie passiert. Ich will euch nur sagen, dass ich diesen Fisch hier in meinem offenen 60 Peso halte und bisher auch keinerlei Probleme damit hatte, dass einer der Fische Anstalten gemacht hätte, rauszuspringen. Ich habe die auch regelmäßig nachgezählt, es fehlt also auch keiner. Es ist nicht so, dass ich irgendeinen jetzt verloren hätte und das wäre mir einfach nicht aufgefallen. So, mit der Färbung war das ganz interessant, denn die Fische sind natürlich, wenn sie gestresst sind, auch weniger stark gefärbt. Und was man auch sagen muss, RGB-Licht oder generell hochwertiges LED-Licht, im Moment habe ich ja die ONF The Flat One darüber, die aber auch ein sehr breites Spektrum abdeckt, das tut der Farbe der Fische natürlich sehr, sehr gut. Die werden obendrauf wirklich knallblau, die werden vom Bauch her knallrot, das sieht dann schon fast mehr aus wie Neon als alles andere, aber es ist natürlich wirklich eine sehr, sehr kräftige Farbe und da spielt das Licht eine Rolle, da spielt aber auch das Futter eine Rolle. Futter habe ich ja gerade schon angesprochen. Am besten ist natürlich lebende Artemia für diese Fische, weil sie sehr, sehr klein sind und die Fische selber natürlich kein großes Flockenfutter essen können. Ich benutze auch gefrostete Artemia und gefrostete Cyclops. Das funktioniert also auch. Das geht, das nehmen die auch alles an, überhaupt kein Problem. Und auch das Flockenfutter, wenn ich es nochmal fein zerreibe, dass das schon fast wie so ein Pulver ist. Wenn ich das dann auf die Oberfläche streue, auch das nehmen die Fische sofort an. Zum Thema Artemia-Aufzucht wird es auch noch mal ein separates Video geben. Sobald das erschienen ist, findest du das hier auch rechts oben in der Ecke. Schaust dir mal an und dann weißt du auch alles, was zum Thema Artemia-Zucht wichtig ist, damit du deine Fische halt auch vernünftig ernähren kannst. Ich füttere aktuell einmal am Tag, meistens so am Vormittag und dann, wie gesagt, entweder gefrostet oder lebend. Sonntags ist dann meistens der Ruhetag, wo ich nicht füttere. Ich habe in meinem Becken auch noch drin Amano-Garnelen und Geweihschnecken und Rennschnecken und zusammen mit den Amano-Garnelen, das ist auch überhaupt kein Problem. Die Garnelen greifen die Fische nicht an, die Fische greifen die Garnelen nicht an, das ist überhaupt kein Problem, die da zu vergesellschaften. Auch mit Zwerggarnelen wird das, denke ich, kein Problem sein, obwohl ich in einem 60p halt keine Zwerggarnelen drin habe, deshalb kann ich es nicht verlässlich sagen.
Ich denke aber, damit weißt du jetzt zumindest alle wichtigen Sachen über diesen Fisch. Hast ja jetzt auch schon ein paar Mal noch ein paar Eindrücke von dem Tier bekommen. Und ich lasse dich jetzt mal hier alleine, sage, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao, ciao. Und du schaust dir jetzt noch ein paar hübsche Sequenzen von diesem Fisch an und entspannst dich einfach ein bisschen beim Zusehen. Bis bald.